Wenn ich jetzt mal fragen würde, Frau Rechke, wenn Sie sich dieses Haus angucken, die Mauern, die Fenster, was davon hat eine Frau gemacht? Wenn Sie rausschauen auf die Straße, ja, was unter der Straße liegt, Strom, Gas, Wasser, was davon hat eine Frau gemacht? Also, wenn ich Ihnen jetzt zuhöre, dann haben Frauen nichts davon geleistet. Oder leisten Frauen nicht genug. Schiffe, bauen Frauen Schiffe? Denken Sie mal an die Windkrafträder. Wer baut denn die auf? Wer stellt die Masken? Wer hängt die Rotoren dran? Wer macht den Motor rein? Machen das die Frauen? Und warum machen das die Frauen nicht? Weiß ich nicht. Das ist Entscheidung der Frauen. Es ist doch auch ihre Entscheidung, hier zu sitzen und nicht Autos zu reparieren oder irgendwie so. Da brechen einem halt die Fingernägel ab, wenn man so Sachen macht.